Jawohl! Es geht weiter mit Half-Life. Part 7, glaube ich jetzt sogar. Und im letzten Part sind wir bis hierher gelaufen und hier hoch, glaube ich sogar. Ja, das kann möglich sein, muss es aber nicht. Euch haben wir schon. Okay. Ach ja, genau. Wir waren ja hier. Und haben keinen Weg gefunden. Wir müssen. Da müssen wir lang. Ganz genau da. Okay. Folgendes. Ich musste ungefähr eine halbe Stunde nachspielen. Okay. In dieser halben Stunde nachspielen habe ich was gelernt. Jetzt wird's spannend. Ja, Gordon Freeman kann sprinten. Gordon Freeman ist ein Gott. Ich liebe Spiele, wo man sprinten kann. Wie toll schnell wir sind. Wir sind jetzt ungefähr so schnell wie in Half-Life 1. Ohne sprinten. Okay. Gut. Man hört es, unser Geigerzähler meldet sich und. Hi! Kopf! Ich helfe mit. Scheiß Headcrabs. Hey! Du bist Freeman, oder? Nee. Wir hörten, dass du kommst. Cool. Das passt jetzt gerade sehr schlecht. Ich hab dich im Radio gesehen. Landwesen ist an Station 6. Kommen. Dr. Freeman kommt jetzt den Fluss hinunter. Gebt ihm das Luftboot und helft ihm auch sonst aus. Wiederhole. Gordon Freeman ein ist zurück. Luftboot. Er muss unbedingt weiter nach Black Mesa East. Wow. Du solltest besser gehen. Ich muss uns das Radio schön machen, warte. Schaut doch viel schöner aus. Hau schnell ab! Fick dich! Hau ab! Hau du ab! So, jetzt haben wir's. Geht es? Schade. Naja. Wieso habe ich jetzt gerade Tetris-Musik im Kopf? Werden beschossen! Oh. Großes Ding. Oh mein Gott. Headgrab. Und Headgrab. Und Headgrab. Ja, man sieht, aus so einem Ding kommen immer drei Headgrabs raus. Und ich habe die Auflösung wieder größer gemacht. Und ich hoffe, dass es nicht allzu... What the... Was war das jetzt? Fickmaus. Wirklich, Fickmaus. Hi, hier helfen wir auch mal. Ja, ich spiele das hier alles nach, deswegen weiß ich schon, was passiert und so. Headcrab, Headcrab. Wir haben gesehen, aus so einem Ding kommen eigentlich drei raus. Das war ja so zwei. Wow, wow, wow. Ja, genau. Diese Mistviecher können sich nämlich einbuddeln. Headcrabs werden klüger. Ach ja, schön. Jetzt habe ich vergessen, weil ich auch nicht angekommen bin. Aufnehmen, ihr schon wieder. Ich krieg die Motten. Okay, ich mach's mal zur Vorführungszwecken. Wenn man bei den Headcrabs-Zombies den Körper nur abballert. Realistisch? Vorführeffekt. Okay, sagen wir mal ungefähr zu 90% bleibt dann der Körper. Stirbt der Körper, aber die Headcrab bleibt am Leben. Mhm. Und die. Au! Alter. Blödes Viech. Ach, jetzt können wir hier lang. Was mit dir? Oh. Kinder! Die unter 18 sind. Das ist nie passiert. Kriegst auch ein Eis. Okay? Nee, der sieht aus wie der von Assassin's Creed. Warum auch immer. Oh, Hilfe. Headgrab. Mistviech. Das waren wieder nur zwei. Du dummes Aas. Das ist.
Ja, Aas. Nicht Arsch, sondern Aas. Ja, okay. Dann gehen wir mal... Nein, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Scheiß Headcrabs. Da kommen wir nicht lang. Oh, oh Gott. Nein, kommen wir ganz sicher nicht lang. Ganz sicher nicht. Deswegen gehen wir mal hier lang. Und... jawohl. Da ist es schon. Guten Freeman, habe gehofft, dass du kommst. Das Luftboot ist aufgetankt und sofort startklar. Hey du, na wie geht's? Schutz kann man da draußen schwer vermeiden, aber mit einem schnellen Wagen ist es machbar. Mehr Hilfe gibt's bei Station 7. Ein paar Flussbiegungen weiter. Eine alte rote Scheune. Das schlägt ihm fast den Boden aus. Geh da rein und flieg los. Hey, mit Fass, ich glaube, du hängst. Ich mag es irgendwie, Sachen auf andere Leute zu schmeißen. Weiß auch nicht. Ist auch in Wirklichkeit so. Steig ins Boot, Dr. Freeman. Kannst dich mal entscheiden, ob du mich jetzt duzt oder siehst? Naja. Zack, 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 zack. Und. Und ja, das ist richtig geil. Also, ich kann mich aber nie entscheiden, ob ich jetzt mit der Maus lenke oder. Denn mit A und S. A und D meine ich. Bis mir dann wieder einfällt, ja, mit der Maus geht's gar nicht. Und ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt wieder ein bisschen leise mache, weil in Aufnahmen, die ich wieder wegschmeißen musste, ist mir aufgefallen, dass man mich fast gar nicht hört, aber vielleicht ist es mal gar nicht so schlimm. Ah, jetzt habe ich die Granate nicht dabei. Fuck. Weil ich ja alles nachspielen musste. Eben diese. Okay, wir müssen hier einfach nur aufmachen. Soll da drüben auch nochmal hin? Nee. Was denn jetzt? Ach, komme ich da nicht durch, oder was? Hallo? Ah doch, okay. Wollt schon sagen, sprinten! Ja, und auch wenn wir sprinten, dann vergreift es sich an unserer Hilfsenergie. Tolle Hilfsenergie. Ist für alles nutze. Ums. Bis gleich. Alles in Ordnung soweit. Alles perfekt. Jetzt sind wir in Wasser gefahren. Es ist nichts asynchron und Kopfer. Halt. Wir wissen doch unser tolles Zeichen da oben. Bringt uns neues Zeug. Brauche ich eigentlich neues Zeug? Nicht, gell? Nee. Ich brauche neue Munition. Ja, steig doch dann ein, Mister. Hallo. Oh, Kind. Und rums. Hey, da oben sind Menschen. Da oben sind Menschen und da war so ein Zeichen. Und da ist ein Pfosten. Und da ist ein Boot. Mal hier hoch, raus. Oh. Nein, wehe, du störst mich nicht. Wehe, du störst mich jetzt, dann hau ich dich. Ich schwör's dir. Oh. Arschloch. Ist jetzt auch echt scheiße, oder? So. Ich glaube nicht, dass der noch was reden kann, also. Das schaut ein bisschen kaputt aus. Aber wir sehen gerade, hier ist so ein Ding reingeflogen. Und das habe ich vorhin gesagt. Ein so ein Ding. Ah, drei Headcrabs. Gehen wir mal auf die Suche nach der letzten Headcrab. Oder? Wird doch bestimmt in der Kiste drin sein. Nö. Headcrab. Blödes Viech. Blödes Viech, blödes Viech, blödes Viech. Oh Gott. Och nö. Du schon wieder. Zum. Hab mich getroffen.
Und dann, na komm, komm her. Jawohl. So, wieder volle Munition und für diejenigen, die das Achievement haben wollen mit diesen Dingen da halt, mit diesen Zeichen da. Das wäre dieses Zeichen gewesen. Also, nur so am Rande. Gut. Ups und ums und ums. Dann fahren wir weiter. Upp. Und Flug! Ne, Sprung. Ich habe jetzt auf Leertaste gedrückt. Oh, Nachschub. Das höre ich aber gern. Vorsicht unten! Ja, Vorsicht, Vorsicht! Nein, 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 nein. Ich lasse mich nicht blitzdings von euch. Ich könnte sie knicken. Schnell durch, schnell durch, schnell durch. Ach, ich kann hier eh stehen bleiben. Weil wir müssen hier mit der Rampe rüberfliegen. Und hatte ich mal erwähnt, dass Half-Life 2 sehr stolz auf... Sehr stolz auf seine Physik ist. Ja, wir tauchen mal. Wir sehen hier schon einen Anhaltspunkt. Diese Fässer, diese blauen Fässer, sind mit Luft gefüllt. Bumm. Ja, gut. Für die Leute, die ein Jahr Physik haben. Auftrieb. Ganz einfache Sache, oder? Man möchte so meinen. Ja, natürlich, eine ganz einfache Sache. Einfach jetzt hier durchlaufen. Und ich finde es toll, ich habe keinen Zeitdruck mehr. Weil YouTube hat den Bug endlich gefixt. Von wegen, du darfst nicht mehr länger als 15 Minuten aufnehmen, obwohl du das Recht dazu hast. Ja. An die Leute, die sowas haben. Hallo. Weil ich habe die ganze Zeit dieses komische Geheimnis da unten gesucht, aber ich weiß nicht mehr, wo das ist. An die Leute, die irgendwie Probleme mit YouTube haben oder so. Da YouTube ja keinen Support oder sonst was hat, ist es halt ziemlich schwer, da irgendwie eine Lösung zu finden. Ich habe aber eine Lösung für alles. Einfach abwarten. Irgendwann löst sich die ganze Scheiße von selbst. Ja. Was mich echt verwundert hat, ich habe ja Edna Part 14 oder so ein paar Mal versucht hochzuladen. Hat nicht geklappt. Jetzt dürfte die Rampe eigentlich soweit richtig sein. Yep, jetzt ist sie richtig. Ich mache ein bisschen leiser. Ich rede einfach lauter. Uha. Ich habe Part 14, glaube ich, 5 oder 6 Mal versucht hochzuladen, so als Demonstration. Also, ob es jetzt wieder geht oder nicht. Und jetzt springen wir erstmal. Und schlipp. Voilà. Genau. Aber ich habe es sofort wieder gelöscht, nachdem es nicht gegangen, also nachdem es nicht ging. Combine. Transport-Hubschrauber. Druck-Transport. Und nachdem es wieder ging, waren irgendwie alle Parts oben. Also, rums. Also es waren insgesamt... Also ich habe 6 Mal probiert hochzuladen. Nachdem es wieder ging, waren 6 Edna-Parts. Also 6 Mal derselbe Part. Ganz komisch. Ganz komische Sache. Okay. Wo denn? Wo muss ich hin? Ach so. Hoppala. Hoppala. Ich muss da rüberspringen. Okay. Ach, und dass ich bloß nicht so emotionslos werde, ne? Oh, mein... Verdammt. Ja, komm, dich hau mal weg. Rums, 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 rums. Ach ja, Menschen töten macht keinen Spaß. Aber, liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Und liebe Kinder, keine Ladezonen. Einfach so rausschneiden, gell? Das ist ganz, ganz böse. Das grenzt ja fast schon an Diskriminierung der Ladezonen. Hoppala. Ja. Was ist eigentlich da drüben? Nur mal kurz gucken. Nee, ist gar nichts. Diskriminierende Ladezonen, ja, weil die immer rausgeschnitten werden. Oh ne, und wenn ich mich jetzt recht erinnere, kommt jetzt ein... Hoppala. Was machst du da? Oder was mache ich da? Ups. Putt. Muss ich weiterfahren? Ah, ich muss weiterfahren, genau.
muss nämlich... Oh? Ach, dahin muss ich. Hierhin muss ich. Um. Bleib stehen. So. Aber ich glaube, ich habe mein Limit erreicht. Ja, ich mache mal hier einen Speicherpunkt und sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Gabber. Daumen hoch. Tschüss.